hatten ohnehin nicht geplant, an den Einstellfahrten teilzunehmen, weil wir zum einen mit den Fahrzeugen noch nicht ganz am Bauende sind, sondern wir haben noch hier und da was zu tun. Haben hier mit unserem Fahrzeug die Teilnahme ab VLN3 geplant. VLN1 und 2 werden wir das Fahrzeug fürs 24-Stunden-Rennen ausgiebig testen. Wir haben das Fahrzeug von Grund auf neu aufgebaut, also ist keine Schraube am alten Auto geblieben. Und das ist aber nicht das Einzige, was sich dieses Jahr ändern wird. Also wir haben da durchaus umfangreiche Veränderungen in der Teamkonstellation vorgenommen. Nee, absolut nicht. Wir sind natürlich auch im letzten Jahr in der Gesamtkonstellation des Teams schon so zusammengefahren und haben auch das 6-Stunden-Rennen sowie das 24-Stunden-Rennen schon zusammen bestritten. Und da diese Veranstaltungen alle sehr erfolgreich abgelaufen sind, haben wir uns gedacht, das könnten wir dann als Übergang schön mit in die 2018er Saison nehmen und dann da erfolgreich weitermachen. Wir hatten letztes Jahr das Fahrzeug gefahren, Renault Clio Cup, mit verschiedenen Modifikationen. Dieses Jahr geht es noch weiter. Ich denke, der größte Unterschied, den man hier auch sehen kann, ist ganz einfach eine Einzeldrosselanlage im vorderen Bereich, die uns noch mehr Sauerstoff geben wird für den Motor und daher ein bisschen mehr Kraftstoff einspritzen können und auch mehr Leistung bekommen. Hier ist die nächste Neuerung im Gegensatz zum alten Auto. Wir fahren einen großen 100-Liter-Tank, der tief in der Karosse versenkt ist. Das bringt jetzt zu der alten Konstruktion, wie wir es vorhatten, natürlich einen Vorteil in Bezug auf tieferen Schwerpunkt. Genau, das ist der Arbeitsplatz, an dem wir Sitz nehmen können und auch hoffentlich immer sehr, sehr lange drin bequem sitzen. Wir haben eben schon eine Sitzprobe gemacht zu dritt. Wie gesagt, wir haben ja drei verschiedene Größen, ist aber kein großes Problem, da wir hier unten die Konsole hat, für den Sitz nach vorne und nach hinten zu fahren. Und somit kann auch Gerrit als der Größte natürlich möglichst weit hinsitzen, Stefan als der Kleinste und ich denke, ich habe die wenigsten Probleme in der Mitte. Das Fahrzeug muss jetzt letzten Endes nur noch, in Anführungszeichen, nur noch abgestimmt werden. Also das ist nochmal ein umfangreiches Thema. Aber dann ist das Auto fahrfertig. Natürlich sollte noch eine Stoßstange und ein paar Räder dran, aber das ist für uns kein großer Aufwand.